Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten. Wir wollen von der disjunktiven Normalform in diese sogenannte NAND-Normalform umwandeln. Und zwar, wir haben folgendes gegeben, folgenden Ausdruck: A2 nicht und A1 oder A2, A1, A0 oder A1, A0. Nicht. So, wir wollen das jetzt umwandeln in eine sogenannte NAND-Normalform. Und ein NAND, wisst ihr ja, irgendwie sieht so aus, so ein Und mit hinten so einer Negierung dran und hat hier die Eingänge. So, also wir wollen eine Schaltung aufbauen, nur mit solchen NAND-Gattern. So, und da müssen wir zuerst diesen Ausdruck hier umwandeln. Und wie geht das? Also das geht einmal mit dem, ich schreibe es mal hin, mit dem De Morgan. Das bedeutet zwei große Negierungen, die muss ich ja irgendwie wieder aufheben würden. Und dann schreibe ich einfach das Ganze nochmal ab, wie es hier oben steht. A2 und A1 und A0 oder A1 oder A0. So. Wie schon gesagt, ist immer noch äquivalent, also ich darf hier ein Ist-Gleichzeichen machen. So, dann das nächste. Ich wende hier diesen De Morgan an, also diesen Zwischenschritt, was ich machen will mit dem De Morgan. Wisst ihr noch, wenn ihr sowas habt, zum Beispiel A mal B und ich habe hier zwei Striche drüber, dann dürft ihr ja schreiben, das ist A nicht, B nicht und hier wird das Zeichen umgedreht und der Balken hier oben bleibt auch noch. Diese Regel, hoffe, ist euch bekannt. Wenn nicht, Video ansehen zum De Morgan Regeln. Die darf ich jetzt hier auch anwenden. Sieht dann wie folgt aus. Jetzt hier mitdenken. Also das ist hier, dieser Block hier vorne ist mal sozusagen hier mein A und jetzt wird hier das Zeichen umgedreht zu einem Mal. Der große Balken hier bleibt. Und jetzt wird das hier, was hier mein B ist, A2, A1, A0 wird hier negieren und jetzt hier ebenso das gleiche, A1, A0, ein Zack und großer Strich drüber. So, wie gesagt, denkt da nochmal drüber nach, dieser Schritt ist ein bisschen kniffliger. So, und wenn ihr jetzt soweit seid, dann könnt ihr schon mit dem Zeichnen beginnen. Und zwar, wenn ihr hier A2 habt, hier A1, hier A0, dieser Anschluss quasi. Und jetzt geht ihr her und beginnt mit diesem Dings hier zu zeichnen. Also zuerst zeichnet ihr mal diesen Block. Das mache ich jetzt rot, damit ihr seht, wie das funktioniert. Also als erster braucht ihr ein A1 negiert. So, ein A2 negiert, Entschuldigung. Das bekommt ihr, dürft ihr nur diese Gatte hernehmen, indem ihr ein Und-Gatte verwendet. Mit einer Negation hier. So, dann habt ihr das A2 negiert. Jetzt braucht ihr ein A1, also A1 Anschluss. Zack. Und jetzt das Ganze wieder mit dem NAND-Baustein. Weil hier ist ja diese Negierung. Also darf ich hier diesen NAND-Baustein. Also das hier ist mein erster Kringel. So, dann mit Blau machen wir den nächsten. So. Da brauche ich A2, das ist hier, gehe ich rüber, A1 gehe ich rüber und A0 gehe ich rüber und da gehe ich hier auf ein Dreifach-Nennt rein und zack, habe ich hier den mittleren Block hier. So, jetzt grün habe ich noch im Angebot, das mache ich hier, diesen Teil, da brauche ich wieder A1 negiert, also hier ein A1 negiert, wisst ihr ja, macht man hier so ein und immerhin mit so einem Dings, weil alle zwei Eingänge dem gleichen Signal belegt werden. Und ein A0 brauche ich auch noch. Also hier. So. Ich hoffe, ihr könnt das noch sehen. Und dann brauche ich hier diesen großen Balken, also diese große Negation mit einem NAND. So, und jetzt das Ganze. Das mache ich jetzt wieder in Schwarz. Also das Ganze sind ja lauter einzelne Dinger. Also grün, blau und rot.
Und jetzt hier alles nochmal ist ein Add End. Also zack, 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 zack. Hier ein End und hier haben wir unseren Ausgang Y, wenn hier oben ein Y stehen würde. So seht ihr, so könnt ihr eine disjunktive Normalform in eine NAND-Normalform umwandeln. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und geholfen. Würde ich ein Abo, Like oder sonst irgendwas freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.